Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Die Wahl zwischen dem guten und dem besseren Einstieg, die hatte ich ja in einem der letzten Videos dargestellt. Und natürlich gab es berechtigte Kritik daran, das berühmte Hätte-Hätte-Fahrradkette, wo kriege ich bitte heute noch eine Apple-Aktie her, eine Microsoft-Aktie her, zum Kurs und zur Bewertung von vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Es gibt sie einfach nicht. Aber ich möchte heute an einem praktischen Beispiel mal demonstrieren, wie das bei mir persönlich abläuft, dieses Lauern auf einen guten, auf einen besseren, auf einen möglichst perfekten Einstieg, obwohl ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass man hinterher immer wieder eine bessere Lösung wird finden können. Das Ganze ist auch wie immer nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern ich lasse mir einfach nur über die Schultern schauen. Ich weiß nicht, ob ich in dieses Unternehmen zu meinem gewünschten Preis werde investieren können oder überhaupt zum Zuge komme. Vielleicht werden auch die Unternehmenszahlen so schlecht sein, dass ich das Unternehmen vielleicht in einem Vierteljahr gar nicht mehr haben möchte. Aber der aktuelle Stand, den will ich ganz einfach ohne Empfehlung hier mal zum Besten geben. Es geht um die VF Corporation. Das ist eines der stabilsten Unternehmen der Modebranche mit einer Marktkapitalisierung von über 22 Milliarden Dollar und jährlichen Verkaufserlösen von über 10 Milliarden Dollar. Im Unterschied zu den meisten Modeunternehmen ist die VF Corporation kein One-Trick-Pony, sondern wir können uns mal das Markenportfolio anschauen. Da finden wir eben viele bekannte Namen, ob das jetzt die Vans sind, ob das Timberland ist, ob das North Face ist oder Eastpak. Viele dieser Marken hat man schon gehört, ohne sie vielleicht direkt mit der VF Corporation in Verbindung zu bringen. Diese Produkte werden im Haus produziert, also im Unternehmen produziert. Sie werden vom Unternehmen an Einzelhändler geliefert, aber auch über eigene Einzelhandelsgeschäfte und über eine eigene Online-Präsenz verkauft. Das heißt, man hat ein breites Produktportfolio und jede Menge Vertriebskanäle und das macht das Unternehmen zu einem sehr gut aufgestellten Unternehmen in der Branche. Es hat ein exzellentes Kreditrating, aber es ist auch in den letzten Jahren verdammt unter die Räder gekommen, denn als Textilunternehmen wurde natürlich VFC arg gebeutelt. Einerseits von dem ganzen amerikanisch-chinesischen Handelshickhack, den Zöllen und Tarifen, die es da in den letzten Jahren gegeben hat und die Nummer ist ja noch nicht durch. Es wurde auch Anfang 2020 bei den allgemeinen Shutdowns natürlich massiv Umsatz eingebüßt. Und wenn wir uns den Fastgraph mal anschauen, dann sehen wir, wir erwarten hier einen Gewinneinbruch für die Zukunft. Der ist schon, ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber ja, sehr ernüchternd. Immerhin ist die Aktie von 100 heute schon auf über 57 Dollar gefallen, also fast um die Hälfte. Wenn man sich aber die Grafik anschaut, sieht man, sie ist immer noch 52% überbewertet, denn das 15-fache des erwarteten Jahresgewinns für 2021, das Geschäftsjahr endet immer im März, also März 2021 wäre das nächste Geschäftsjahr zu Ende, da erwartet man einen Gewinn von 2,40 $ pro Aktie. Und das ergäbe eine faire Bewertung etwa von 37,50 Dollar. Davon sind wir weit entfernt. Im Augenblick hat die Aktie ein Kursgewinnverhältnis von fast 25. Normal wären eher 15. Also wenn wir die blaue Linie anschauen, dann sogar 14,91 im Durchschnitt der letzten 15 Jahre. Bei einem Jahrestief von 45,07 hat die Aktie im März diesen Jahres eine Dividendenrendite von 4,26% erreicht. Das Unternehmen ist ein Dividendenchampion. Seit 47 Jahren wird die Dividende angehoben und die Dividende wächst auch zweistellig prozentual von Jahr zu Jahr. Der Vierjahresdurchschnitt in der Dividendenrendite liegt bei 2,42% laut Seeking Alpha. Damit ist die Aktie im Verhältnis zur durchschnittlichen Dividendenrendite im Augenblick wiederum unterbewertet. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen überbewertet auf Basis des KGV, unterbewertet auf Basis der langfristigen durchschnittlichen Dividendenrendite.
Was können wir noch sagen über die Firma? Wenn sie wieder in normale Fahrwasser zurückkehren sollte, dann ist sie immer gut für eine Outperformance, denn die jährliche Rendite in den vergangenen 15 Jahren lag bei 12,9% im Vergleich zum S&P, hier immer auf Total Return Basis, mit 8,8%. Die Dividendensteigerung lag bei über 14% per annum. Es gab natürlich nicht jedes Jahr zweistellige Dividendenanhebungen und es gab sogar zwischendurch eine vermeintliche Kürzung. Nämlich 2019 wurde der komplette Unternehmensbereich Jeans, dazu gehörten die Marken Wrangler und Lee, in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert. Das ist die Firma Contour Brands. Und das hat man gemacht, weil der Jeansmarkt relativ gesättigt ist und sehr, sehr langsam wächst. Also man trennt sich hier auch von relativ unproduktiven Marken. Auch das macht das Unternehmen für mich sympathisch. Selbst Charttechniker haben jetzt ihre Freude an so einer Aktie. Denn wenn man sich mal einen langfristigen Chart anschaut, das ist hier ein Monatschart, dann habe ich den mal mit dem relativen Stärkeindex unterlegt und habe den verglichen mit der relativen Stärke des S&P 500. Der S&P 500, das ist ganz unten die grüne Linie für die relative Stärke und die rote Linie, das ist die relative Stärke der VFC-Aktie. Das heißt, über viele Jahre ist die Aktie auch weitaus besser gelaufen als der S&P 500. Also man kann sagen, wir haben es hier mit einem qualitativ hochwertigen Unternehmen zu tun, das im Augenblick eine Schwächephase durchlebt. Soll man da jetzt schon einsteigen? Und das war ja die Frage, die ich im letzten Video auch versucht habe, so ein bisschen zu thematisieren. Es gibt natürlich wie immer erst im Rückblick die richtige Antwort, aber mir fallen zumindest gleich drei Varianten ein, die man hier spielen könnte. Nämlich Punkt 1, was ist mein maximaler Kaufpreis? Mein maximaler Kaufpreis liegt an der Obergrenze des unteren Dezils der Handelsspanne der letzten 12 Monate. Also das Jahreshoch der letzten 12 Monate war 100, das Tief war 45, die unteren 10%, also etwa bis $50 und ein paar Cent, würde ich zum Einstieg bevorzugen. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Varianten spielen. Erstens, man kann sofort beim jetzigen Kurs eine kleine Position aufbauen, vielleicht mit einem Viertel oder einem Fünftel dessen, was man plant, wenn man es sehr eilig hat. Dann hat man immer noch genügend Pulver trocken zu sagen, wenn die Aktie wirklich nochmal unter die 50-50 fällt, dann lege ich da eine zweite Limit-Kauforder hin mit der zweiten 25% Tranche meiner endgültigen Positionsgröße. Nur mal so als Beispiel. Variante 2, wer Optionen handelt, kann natürlich sofort hingehen und sagen, ich schreibe 50er Puts und zwar bis der Arzt kommt oder bis die Aktie auf 50 fällt. Dann kassiert man immer Prämien. Man sollte dann aber $5.000 vorhalten, um auch im Lieferfalle 100 Aktien übernehmen zu können. Das ist also nur etwas für Leute, die mindestens $50.000 auf dem Konto haben. Und selbst das ist noch eine sehr kleine Kontogröße, denn dann würde das Konto zu 10% aus VFC-Aktien bestehen, gesetzt den Fall, sie würden für $50 geliefert. Variante 3 sind natürlich alle möglichen Kombinationen. Man kauft sich sofort eine kleine Tranche an Aktien und schreibt dann sehr defensiv Puts, vielleicht 45er oder 40er, weil man sich sagt, ich will, wenn ich schon 100 Stück kriege, dann wenigstens ganz, ganz wenig dafür bezahlen. Und wenn die Aktie da eben nicht hinfällt, dann kaufe ich in Tranchen immer noch kleine Aktienpositionen direkt im Markt. All die Varianten kann man spielen. Ich persönlich bin im Augenblick mit Cash Secured Puts auf VFC unterwegs. Wie immer, das ist keine Empfehlung, es soll auch keine Anregung sein, das irgendwie nachzumachen. Bitte testet das mit eurem eigenen Risikomanagement aus, denn das kann auch in die Hose gehen. Niemand weiß, ob die Aktie nicht vielleicht in einem halben Jahr nur noch $25 kostet. Also man sollte immer aufs Schlimmste vorbereitet sein, dann kann man auch nicht negativ überrascht werden. Tja, wie passt ihr auf euer Geld auf während der Phase des Lauerns? Was macht ihr? Welche Strategie verfolgt ihr, wenn ihr solche Titel seht? Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob und wie ich zum Zuge komme. Es kann auch sein, dass die Aktie morgen umdreht und in 3 Wochen $120 kostet und dann habe ich wieder mal in die Röhre geguckt. Auch das passiert. Damit muss man halt leben können. Ich wünsche euch noch einen sonnigen Tag. Tschüss.
Euer Nils Gajowi.